changing. You could feel it. And it was Gatsby, center of it all. How do you get on Gatsby's list? Gatsby's it. The name on everybody's lips. You never knew where Gatsby might head off to next, but that was half the fun. No one dares sleep for fear of missing something. Incredible. Intergalactic Aerospace Expo is where spaceship enthusiasts come to take flight. Gatsby's world, nothing was off limits. Unless you were trying to crash the party. Thank you for visiting New Babbage's Tobin Christmas Center. It stands as a permanent destination for live events and exhibitions. No matter where Gatsby may be off to next, whatever mysterious port of call she's heading to, soon enough. This year's IAE? Then why not experience it firsthand with the test flight? Many of the vehicles on display at this year's IAE are available to rent from one of our local providers. So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier auf meinem Kanal. Ich habe das Video gerade extra laufen lassen, kann man sich auf der Expo gerade an der Wand anschauen, da hängt so ein Fernseher und habe das ja gesehen. Ne? Die 890 Jump ist später mal ja, das Taxi mit Partyunterhaltung oder sonst irgendwie was. Ich bin ja ein bisschen verärgert, was dieses Schiff angeht, aber damit nicht wieder alles in falschen Hals gerät bei dem einen oder anderen, möchte ich das einmal vernünftig und ausführlich erklären, warum ich eigentlich im Moment ziemlich sackig bin. Fangen wir erstmal mit dem Schiff selbst an. Das wird beworben ja, als Partycruiser, als Kreuzfahrtschiff, als Luxustaxi, mit dem ihr irgendwann mal in diesem Spiel ja, eine Art von Gameplay betreiben könnt, indem ihr Passagiere von A nach B transportiert. Und seien wir mal realistisch und bleiben wir da ganz auf dem Niveau eines Menschen, der klar denkt, also das Fanboy-Gedenke lassen wir mal weg, obwohl ich auch zu den Fanboys gehöre. Ihr werdet mit diesem Raumschiff aller Wahrscheinlichkeit nach oder auch mit allen anderen Transportschiffen für Personen in Zukunft in diesem Spiel garantiert keine echten Spieler von A nach B transportieren. Jeder, der dieses Spiel spielt, möchte mit seinen eigenen Raumschiffen durch die Gegend fliegen. Ausnahme ist natürlich, wenn ihr ein paar Freunde habt, mit denen ihr was zusammen unternehmt, dann nimmt man vielleicht auch mal ein Schiff, mit dem man dann durch die Gegend düst. Bei diesen Transportaufgaben wird es einfach so sein, dass ihr irgendwann irgendwo NPCs aufnehmen werdet und die dann zu ihren Zielorten bringt. Damit verdient ihr dann Geld und das rechtfertigt dann unter Umständen die Anschaffung eines solchen Raumschiffes. Aber das, was ihr da in dem Video gesehen habt, wird es auf eurer 890 Jump niemals geben. Ihr wisst selbst, wie die NPCs in diesem Spiel drauf sind. Und egal, wie gut die dieses Spiel irgendwann mal programmiert haben werden und auch die KI der NPCs, wird das, was ihr in dem Video gesehen habt, so auf eurer 890 Jump niemals stattfinden. Ich selbst möchte dieses Raumschiff nicht kaufen. Früher habe ich damit geliebäugelt, weil sie ziemlich groß ist, weil sie ziemlich cool ist. Und ich bin halt ein Kerl, ne? Je größer das Ding, umso weniger musst du den Frauen noch bieten. Bleiben wir bei den Fakten. Das Ding ist riesengroß und monströs und auch hier behaupte ich jetzt einfach mal, wenn man viele Freunde im Spiel hat, werden die später nicht hingehen und sagen, ach, du hast die 890 Jump, komm, wir arbeiten jetzt alle auf deinem Schiff. Ich mache den Kellner, ich mache einen Co-Piloten, ich mache dies, ich mache das, ich mache jenes. Es wird ein Schiff bleiben, mit dem die meisten Leute mehr oder weniger alleine durch die Gegend fliegen. Viele Positionen in diesen Schiffen sollen später mal von KI-basierten NPCs
übernommen werden. Wie vernünftig das dann funktioniert, bleibt erstmal abzuwarten. In der Roadmap kann man zu solchen Sachen noch überhaupt gar nichts finden. Nicht mal zu dem Gameplay, das hierzu kommen soll. Jetzt möchte ich euch Folgendes zeigen, was mich tatsächlich mittlerweile mega aufregt in Star Citizen und wofür ich auch tatsächlich keine Erklärung mehr habe. Ich sag mal ganz genau so, wie es ist, mich macht das ziemlich sauer. Und das sind die Verkaufstaktiken von Star Citizen im Shop. Das hier ist nämlich eines von einigen Schiffen, die nur sehr, sehr, sehr selten überhaupt in den Shop kommen. Und wenn sie dann da sind, sind sie auch sofort wieder ausverkauft. Und ich habe für euch jetzt hier eine Aufnahme gemacht, heute Morgen um 9 Uhr. Warum heute Morgen um 9 Uhr? Die 890 Jump wird auf dieser Messe oder auch auf den anderen Messen, die wir bisher gehabt haben, genauso wie die Idris, die Kraken oder auch die, na, Polaris heißt sie nicht, das andere große Schiff, mir fällt der Name gerade nicht ein, verzeiht es mir bitte, die werden in Wellen verkauft. Das heißt, in der ersten Verkaufswelle, die startet abends um 17 Uhr, gibt es eine begrenzte Anzahl von Raumschiffen. Dann gibt es eine weitere Welle nachts um 0 Uhr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also aus deutscher Sicht gesehen nachts um 0 Uhr. Woanders auf diesem Planeten ist es dann tagsüber. Das nur mal so als kleine Information. Und dann morgens nochmal um 9 Uhr. Ich hatte natürlich letzte Nacht keine Lust, mich mal eben ganz kurz hier wieder an den Rechner zu setzen, um das aufzuzeichnen, was ich euch jetzt gleich zeigen möchte. Und ihr seht das auch schon im Hintergrund. Um 8.59 Uhr sind die 890 Jumps noch ausverkauft. Wir haben hier zwei Versionen, einmal die Warbone-Version und einmal die, die man auch mit Credits aus dem Shop kaufen kann. Die ist dann auch nicht wirklich teurer. Der preisliche Unterschied, sage ich mal, ist noch ertragbar, ja, muss man einfach mal so sagen. Wichtig ist, ihr müsst das komplette Shopguthaben, wenn ihr mit Shopguthaben bezahlen möchtet, auf eurem Account haben. Ihr könnt jetzt nicht hingehen und ein anderes Schiff upgraden und dann nochmal 200 Credits obendrauf bezahlen, nicht mal mit Echtgeld, das funktioniert nicht. Ihr müsst also entweder das komplette Schiff mit Echtgeld bezahlen oder mit Shop-Credits. Upgrades sind nicht möglich. 8.59 Uhr, das Schiff ist noch nicht im Handel. Pünktlich um 9 Uhr, dank moderner Computertechnik, ist das Schiff im Handel. Ich klicke direkt drauf, gehe zu meinem Warenkorb, gebe dort direkt meine Shop-Credits ein und direkt danach, um 9 Uhr und 10 Sekunden, ist sie schon wieder ausverkauft. Das war für mich jetzt die letzte Chance, die 890 Jump im Shop zu kaufen. Sale gestern Abend 17 Uhr, war sie direkt weg. Heute Nacht um 0 Uhr, war sie direkt weg. Heute Morgen um 9 Uhr, war sie direkt weg. Ähnliches eben auch bei Schiffen wie der Idris, der Kraken, die heute um 17 Uhr kommt. Da wird es genauso laufen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das sind so Sachen, die mich mittlerweile ziemlich sackig machen. Denn die 890 Jump finden wir bei eBay. Die finden wir bei Starhanger und dort werden 1.600 bis 2.500 Euro für diese Raumschiffe verlangt. Und interessanterweise werden diese Raumschiffe dort auch verkauft. Jetzt mag der eine oder andere sagen, ja Moment mal, Kraken, Idris, all diese ganzen Sachen, die kannst du ja gar nicht giften, also nicht handeln, sprich verkaufen. Und hier kleiner Hinweis, natürlich kann ich das. Ja? Ich kann zwar jetzt nicht das Schiff direkt aus meinem Account heraus verkaufen, verschenken, aber ich kann mir einen Account erstellen, auf dem ich mir eine Kraken, eine Idris oder sonst irgendwie was packe und kann den ganzen Account verkaufen. Das ist durchaus möglich und genauso läuft dieses Business. Bei der 890 Jump ist es noch ein bisschen anders. Die kann man tatsächlich, so wie ich das wohl gesehen habe, auch giften. Bei den etwas größeren Schiffen ist das nicht der Fall. Fakt ist einfach, viele von diesen Schiffen, die jetzt innerhalb von Millisekunden gekauft worden sind, die finden wir jetzt irgendwann wieder auf Online-Plattformen wieder, wo man sie kaufen kann. Sicherlich nicht alle, der eine oder andere wird wahrscheinlich wirklich eine für sich behalten. Und ich möchte auch gar keine 890 Jump kaufen. Nicht, dass das einer einen falschen Hals kriegt. Ich wollte das hier nur mal als Beispiel verdeutlichen, was da in diesem Shop schief läuft. Ich hätte zum Beispiel gerne die Kraken. Die wird heute um 17 Uhr kommen und sie wird dann direkt wieder ausverkauft sein. Die Kraken ist ein
kleiner, ich sag mal, Raumschiffträger, Schrägstrich Flugzeugträger für eine Besatzung von maximal 10 Mann. Für unsere KG-Kampfgruppe oder für unseren Clan, wie auch immer man das in Star Citizen nennen mag, wäre das eine ideale Basis gewesen, um in Zukunft Exploration und Spaß zu haben. Und deswegen war der Gedanke, dass vom Shopguthaben dann eventuell eine Kraken gekauft wird. Das probiere ich jetzt allerdings schon seit über 2 Jahren und ich hatte noch nicht ein einziges Mal Glück. Was mich an der ganzen Sache ärgert, ist die Tatsache, dass diese Schiffe so knapp bemessen sind von den Verkaufszahlen her, dass ich persönlich das unfair finde. Und genau das regt mich auch auf. Es kann doch nicht sein, dass ich als normaler Spieler, der gerne ein bisschen Geld in dieses Spiel investieren möchte, ich mich an solchen Verkaufstagen an einen Rechner setzen muss, die richtige Uhrzeit abwarten muss und dann im Millisekundenbereich schneller sein muss als die anderen Spieler weltweit, die diese Schiffe auch haben möchten. Ich verstehe überhaupt gar nicht, warum diese Schiffe so selten gehandelt werden. Allein das ist ja mit der Grund, warum diese Schiffe extremst hohe Preise auf anderen Plattformen erzielen, weil sie so gut wie nicht zu bekommen sind. Und dementsprechend kann natürlich jemand, der eine 890 Jump für 1.100 Euro hier im Spiel kauft, die 890 Jump dann hinterher für 1.600 bis 1.700 Euro weiterverkaufen. Ich persönlich empfinde das als Frechheit. Jetzt habe ich irgendwann mal in der Vergangenheit gehört, ja, das liegt aber an der Balance im Spiel. Die wollen nicht, dass es so viele große kapitale Schiffe gibt im Spiel. Ich muss dann da ganz ehrlich mal fragen, erstens, warum dürfen nur ein paar ausgewählte Spieler diese riesengroßen Schiffe haben? Gerade wenn es später dann mal mehrere Sonnensysteme gibt, könnten Kampfgruppen, die mehrere von diesen Schiffen besitzen, ganze Sonnensysteme beherrschen und andere Gruppen, die eben niemals in den Genuss gekommen sind, diese Schiffe zu erwerben, wären durchaus permanent unterlegen. Oder Kampfgruppen, die mehrere von diesen Schiffen besitzen, schließen sich dann auch noch zu einem Bündnis zusammen und können damit ganze Teile des zukünftigen Universums eventuell dominieren. Und das alles nur, weil die Verkaufszahlen vorher künstlich niedrig gehalten worden sind. Ein Ungleichgewicht würde es im Spiel doch überhaupt gar nicht geben, wenn jeder jederzeit die Möglichkeit hätte, ein solches Schiff zu kaufen. Ja? Ich nenne mal einfach ein fiktives Beispiel. Wenn es im Moment nur 10 von diesen Schiffen gibt, dann hätten wir, vor allen Dingen, wenn diese Schiffe irgendwo bei einer Fraktion zum größten Teil landen, ein ziemlich großes Ungleichgewicht im Spiel. Und diese Fraktion könnte mit ihren Großkampfschiffen und den kleinen begleitenden Jägern tatsächlich ganze Sonnensysteme für sich beanspruchen und dominieren. Hätte jeder die Möglichkeit, ein solches Schiff zu kaufen, hätten wir sehr wahrscheinlich irgendwann sehr viele Großkampfschiffe im Spiel, die allerdings immer nur dann ausgepackt werden würden, wenn irgendwo irgendwelche Konfrontationen eskalieren. Und genauso läuft es doch in der Realität auch. Der eine hat viel von irgendwas, also muss ich nachrüsten und dementsprechend genau das Gleiche bringen. Ich persönlich finde diese Verkaufstaktik, die hier im Shop stattfindet, so absolut nicht in Ordnung. Es kann in meinen Augen schlicht und einfach nicht sein, dass man im Millisekundenbereich schnell genug sein muss, damit man am Ende eines dieser Schiffe bekommt. Gehen wir nochmal zurück zu 890 Jump. Die braucht man nicht, sage ich direkt dazu. Das ist vielleicht ein Statussymbol. Aber selbst wenn es von diesen Dingern 10.000 Stück im Spiel geben würde oder 100.000 Stück bei ich weiß nicht wie vielen Millionen Spiele-Accounts, würden wir vielleicht hier und da dann mal eine 890 Jump sehen, aber es würde keinen großen Unterschied machen. Gleiches gilt für Großkampfschiffe wie Idris, Kraken oder Co. Ob es davon jetzt 1.000 im Spiel gibt oder 10.000 im Spiel gibt oder 100.000 im Spiel gibt, spielt am Ende doch wieder überhaupt gar keine Rolle. Denn irgendwann geht es ja auch darum, dass man diese Schiffe finanzieren muss im Spiel. Sie müssen getankt werden, dementsprechend hoch sind die Kosten. All diese ganzen Sachen. Nur Spieler, die effektiv Geld verdienen, können sich dann vielleicht einen regelmäßigen Einsatz eines solchen Großkampfschiffes überhaupt leisten. Warum also hier künstlich die Verkaufszahlen extremst niedrig gehalten werden und auf der anderen Seite eine höchst illegale Geschichte dadurch letztendlich gefördert wird, nämlich der Verkauf teilweise zum doppelten Preis, den man ursprünglich dafür bezahlt hat, auf anderen Plattformen, ist für mich absolut nicht nachvollziehbar und überhaupt auch nicht tragbar.
Ein Spiel, das von sich selbst sagt, dass es das größte Spiel aller Zeiten werden möchte. Und ich gehe davon aus, dass Star Citizen das durchaus hinbekommen kann mit den ganzen Technologien, die sie erfunden haben, kann so ein Marketing-System nicht bringen. Und ich persönlich bin der Meinung, dass man hier andere Regelungen schaffen muss. Beispiel Nummer 1. Jemand, der schon mal ein Großkampfschiff gekauft hat, wie eine Kraken, sollte nie wieder die Möglichkeit haben, eine zweite Kraken zu kaufen. Okay, wer macht das? Die Dinger kann man sowieso nicht handeln. Vielleicht sollte er nie wieder die Möglichkeit bekommen, einen zweiten Account zu erstellen. Ist vielleicht auch Quatsch. Insgesamt, egal wie man versucht, die ganze Sache anzugehen, am Ende führt es immer irgendwo in eine Sackgasse. Und deswegen ist meine Meinung, meine ganz persönliche Meinung, die sollen einfach so viele Dinger von denen zur Verfügung stellen, wie gekauft werden wollen. Man kann das ja über einen zeitlich begrenzten Zeitraum machen, den man vorher eventuell ankündigt. Am 24. Dezember 2024 könnt ihr wieder die Kraken kaufen. Und zwar zwischen 12 Uhr mittags und 0 Uhr nachts. Jeder, der sich dann eine Kraken kaufen möchte, kauft sich die Kraken. Und die sich keine Kraken kaufen möchten, kaufen sich dann keine. So hätte jeder die Chance, der so ein Schiff besitzen möchte, sich ein solches Schiff zu besorgen. Ob man diese Großschiffe tatsächlich braucht oder nicht braucht, bleibt in Zukunft abzuwarten. Aber ich kenne das halt aus anderen Spielen wie EVE Online, dass gerade die riesengroßen Schiffe bei großen Auseinandersetzungen zwischen großen Gruppen tatsächlich am Ende ein Schlüsselelement sein können. Und ich glaube, genauso wird das hier in Zukunft auch laufen. Wir werden irgendwann Sonnensysteme haben, die man nur noch betreten kann, wenn man Schutzgeld zahlt. Weil eine riesengroße Flotte voller kapitaler Schiffe die Sprungpunkte blockiert. Und nur, wer dann sein Portemonnaie aufmacht, zahlt. Ist natürlich eine interessante Art und Weise des Gameplays. Aber bleiben wir doch mal ehrlich. Solange man diese großen, mächtigen Schiffe so stark im Verkauf reduziert, dass wirklich nur eine ganz kleine Gruppe von Spielern diese Schiffe überhaupt erwerben kann, läuft doch tatsächlich was schief. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir eure Meinung zu dem Thema einfach mal schreibt. Ja, bitte sachlich, ja, ihr dürft auch gerne eine andere Meinung haben und es geht nicht darum, ob man so ein Schiff braucht, ob die Preise gerechtfertigt sind oder nicht gerechtfertigt sind, sondern bei diesem Thema geht es tatsächlich darum, ob es in Ordnung ist, einige Schiffe im Verkauf so stark einzuschränken, dass tatsächlich nur ein klitzekleiner Teil, der, ich sag mal ganz vorsichtig, Glück hat, an diese Schiffe kommen kann. Ich persönlich glaube ja sogar mittlerweile, weil ich was Ähnliches im Internet mal gelesen habe, es gibt sogenannte Kaufbots. Das heißt also, einer sagt, ja, yeah, wenn das Schiff kommt, dann kaufst du mir das. Und diese Kaufbots, die sind deutlich schneller, als wenn ich mich durch eine Webseite klicke, wo ich erst irgendwas in den Warenkorb packen muss, wo ich dann Store Credits noch eintragen muss von Hand und wo ich dann auf Kaufen klicken muss. Viel interessanter ist aber die 890 Jump. Und das blende ich hier jetzt auch nochmal ein, ist in meinem Warenkorb geblieben. Wenn ich mich jetzt heute Abend um 17 Uhr nochmal hinsetzen würde, ja, wie gesagt, sie wird heute Abend nicht wieder verkauft, aber würde ich mich nochmal hinsetzen, dann wäre sie immer noch im Warenkorb. Selbst die Store Credits sind noch eingetragen. Das heißt, ich müsste heute Abend um 17 Uhr, würde die 890 Jump um 17 Uhr nochmal verkauft werden, nur noch schnell genug auf Kaufen klicken. Und dann hätte ich sehr wahrscheinlich die Chance, das Ding zu kaufen. Und genau so wird auch erklärt, wo die anderen Dinger so schnell geblieben sind. Die waren bereits im Einkaufskorb. Ja, gestern Abend, 17 Uhr, der erste Sale. Viele haben das Ding nicht gekriegt, aber sie haben es in ihrem Warenkorb gelassen. Dann haben sie es heute Nacht, je nachdem, wo sie gelebt haben, um 0 Uhr versucht, indem sie ihren Warenkorb geöffnet haben, wo das Schiff immer noch drin gewesen ist, oder heute Morgen um 9 Uhr. Und wenn man dann Glück gehabt hat, hat man das Ding eventuell bekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Zahlen stimmen, die ich euch jetzt gerade nenne, aber ich habe jetzt mehrfach gelesen, dass die Verkaufszahlen 50 Stück betragen. 50 Stück bei wie vielen Spiele-Accounts mittlerweile? Ich bleibe dabei, ich finde das nicht in Ordnung. Und ganz nebenbei für die Firma selbst, ja, wenn ich jetzt ein paar tausend mehr von den Dingern verkaufen könnte, ja, im Preis von 1.000 Euro, würden ein paar Millionen Euro mehr reinkommen. Also noch besser kann es für diese Firma doch gar nicht laufen. Und deswegen finde ich diese künstliche Verknappung nach wie vor absolut traurig. Ich werde jetzt mein Glück heute Abend und morgen früh nochmal bei der Kraken versuchen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich sie auch zum
x-Male-Folge nicht bekommen werde. Vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr oder irgendwann einmal. Ich sage schön mit dir, bis zum nächsten Mal. Freue mich jetzt schon wahnsinnig auf eure Meinung und vielleicht sehen wir uns in einem der kommenden Videos oder Streams wieder. Habt weiterhin viel Spaß im Spiel. Ich finde das Spiel übrigens gut. Ja, ich finde nur solche Verkaufstaktiken kacke. Tschö mit Ö. Bis bald.